Update verfügbar. Ein Podcast des BSI für Sicherheit im digitalen Alltag. Mit Ute Lange und Michael Münz. Herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Zurück von der IFA in Berlin und gleich mit neuen spannenden Gesprächsgästen für euch am Start. Wir haben die Leiterin einer Hackerschool am Mikrofon und auch eine ihrer Schülerinnen. Wir klären mit den beiden, auf welcher Seite der Macht sie stehen, welche Themen auf dem Lehrplan einer Hackerschool zu finden sind und warum wir alle mehr hacken sollten. Und natürlich geben sie uns auch Tipps, wie wir das, was uns im digitalen Alltag wichtig ist, gut beschützen. Und damit herzlich willkommen Julia Freudenberg und ihre Schülerin Julie. Hi, freut mich. Mich auch. Dann fangen wir doch gleich mit dir an, Julia. Du leitest die Hackerschool in Hamburg, die gibt es jetzt seit 10 Jahren. Was macht ihr da genau? Ich glaube ja nicht, dass ihr kleine Cyberkriminelle ausbildet, oder? Die Inspiration ist immer da. Nein, wir wollen begeistern. Wir wollen mit jungen Menschen, darf ich das hier sagen, wir wollen geilen Scheiß machen, wir wollen für Zukunftsberufe inspirieren und einfach auch Ängste, Berührungsängste vor Informatik, vor Digitalisierung abbauen und die Kinder wirklich dazu bekommen, dass sie quasi hinter den Bildschirm gucken, dass sie verstehen, wie Algorithmen funktionieren, wie man Programme baut. Und das machen wir halt mit ehrenamtlichen ITlerInnen, die selber, die werden ja alle nicht erwachsen, die spielen nur anders und die entdecken die Welt. Und wenn die das gemeinsam in einem unterstützten Kontext mit Kindern machen können, haben beide Seiten richtig was davon und damit können wir die Welt ein bisschen besser machen. Kannst du uns ein bisschen konkret sagen, was dann auf dem Lehrplan steht? Ist es nur Coden oder ist es auch so ein bisschen Philosophie, damit man als Hacker die richtige Seite später wählt? Wir merken, dass Kinder insbesondere dann begeistert lernen, wenn sie verstehen, warum. Und dieser Zugang, der ist meistens tatsächlich über die Lebenswirklichkeit der Kinder. Also wenn wir ihnen zeigen können, wo sie im Leben mit Algorithmen in Berührung kommen, was sie auch selber dazu beitragen können, wie sich ihr eigener Feed gestaltet, dann haben wir da eine ganz andere Basis, mit denen wir reden können. Und das Erste, was ich tatsächlich immer gefragt werde, wenn ich virtuell oder in live vor einer Klasse stehe, ist, ob ich wirklich hacken kann und ob ich klassischerweise auch Fortnite oder Brawl Stars oder irgendwelche von diesen drolligen Spielen hacken könnte. Und dann sage ich ganz selten ein bisschen die Unwahrheit, weil ich sage, vielleicht, ehrlich gesagt, ich könnte es nicht. Julie sieht das bestimmt gleich anders. Aber dann wirklich auch immer den Jingle zu machen, dass mit Wissen Verantwortung kommt und dass das Verhalten in der digitalen Welt genauso sein sollte wie in der realen. Also wenn ich ein Kind frage, würde es dir denn gefallen, wenn ich dir dein Portemonnaie wegnehme? Wieso, was hat das damit zu tun? Tja, mehr als du denkst. Da kann man den Jingle tatsächlich immer mit reinbringen und die jungen Menschen verstehen das in der Regel auch sehr schnell. Da hast du gleich ein paar Einfallstore für viele Fragen geöffnet. Die erste Frage, wie finanziert ihr euch denn? Also sicherlich oder hoffentlich nicht mit Lösegeld aus Ransomware. Wie gesagt, es ist schon echt inspirierend, mit euch zu reden. Lasst mich kurz überlegen. Nein, also wir sind gemeinnützig. Das heißt, wir sind in weiten Teilen spendenfinanziert. Wir kriegen Zuwendung von Stiftungen. Wir bekommen öffentliche Gelder oder auch Spenden von Unternehmen. Tatsächlich ist unsere Idee, dass jeder was mit zur Party bringt und einige Menschen, Unternehmen können uns mit Geld unterstützen. Andere unterstützen uns dadurch, dass sie uns ehrenamtliche ITlerInnen in ihrer Arbeitszeit zur Verfügung stellen, damit wir eben halt mit den Kids programmieren können. Und das ist halt für uns auch so eine Conditio sine qua non. Also ohne das geht es nicht. Und das ist die größte Unterstützung, die wir immer brauchen. Und wann genau fiel der Lichtstrahl auf dich eines Morgens und du hast gedacht, ich setze mich für IT-Bildung ein? Der Lichtstrahl in Form meines Mannes nach 25 Jahren. Also, mein Weg zur Hackerschool war tatsächlich ein bisschen auch von richtige Zeit, richtiger Ort mit geprägt. Ich hatte in meiner zweiten Elternzeit zur beruflichen Integration von Geflüchteten promoviert, darüber die Hackerschool kennengelernt. Und als die 2017 die Möglichkeit hatten, aus dem Integrationsfonds der Stadt Hamburg auch Geld für Vollzeitstellen zu bekommen, kriegte ich dann eben die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen. Naja, und ich habe einen ITler zu Hause, ich weiß, wie die funktionieren. Ich habe Kinder zu Hause, ich sehe den Bedarf an digitaler Bildung. Und ich bin ziemlich gut in Sales, muss man sagen. Also wirklich in Begeisterung weiterzubringen. Und dann dachte ich, ey, wenn wir auf so tolle und spielerische Weise die Welt besser machen können und den großen Kids, den ITlerInnen, Raum zum Spielen geben, wo sie die Welt verändern können und den jungen Kids Zukunft zeigen, das fand ich schon ganz schön überzeugend und habe mich dann da mit meinem ganzen Sein reingeschmissen. Ja, da habe ich gleich noch eine Frage. Wie viele Hoodies haben sie dir gegeben, als du den Job angefangen hast? Oder ist das immer derselbe, den du trägst? Ich muss gerade mal parallel gucken. Nein, das ist nicht der erste Hoodie. Ich habe tatsächlich 3, Stand heute. Den ersten Hoodie werde ich wahrscheinlich tragen, bis es ein Lochteppich ist. Ich habe 3 Hoodies.
9 T-Shirts nach Corona-Größe, 6 T-Shirts vor Corona-Größe. Also ich hoffe, dass ich bald wieder 15 T-Shirts zur Verfügung habe. Nein, es ist aber tatsächlich so, ich habe mir abgewöhnt, andere Klamotten zu tragen, weil das Menschen wirklich final verwirrt. Man kennt mich nur so. Dann hast du Julia also genauso kennengelernt in so einem Hoodie. Und wann war das? Tatsächlich lustigerweise vielleicht sogar in genau dem Hoodie. Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Ich habe Julia tatsächlich bei meinem allerersten Hackerschool-Kurs kennengelernt. Lustiger Zufall. Das war hier in der Nähe und ich glaube 2019 tatsächlich, noch vor Corona. Und sie hat uns alle dort vor Ort sofort mit ihrem Enthusiasmus angesteckt und alle hatten mega Bock. Und sie hat sich persönlich vorgestellt. Ja, also es war wie immer eine Freude. Was hat dich denn dahin geführt? Also wie ist dein Interesse entstanden, dieses Hacken zu lernen? Tatsächlich habe ich in der 3. Klasse angefangen, so Mikrocomputer zu programmieren. Calliope Mini heißen die. Und das war so eine relativ lange Kursreihe, die auch mal über so Wochenenden ging, wo wir uns getroffen haben und das halt einfach gelernt haben, da ein bisschen spielerisch unsere Erfahrungen gemacht haben. Und es hat super viel Spaß gemacht. Und seitdem wusste ich so, dass mich das voll interessiert. Und dann bin ich durch einen Freund auf die Hackerschool aufmerksam geworden und dachte mir, super, das schaue ich mir an, habe den Kurs besucht, habe Julia kennengelernt und das war so ein bisschen der Anfang unserer kleinen Geschichte. Wie viele Kurse hast du seitdem besucht? Oh Gott, ich glaube, wir haben es mal versucht zu zählen, aber wir haben es, glaube ich, nicht geschafft. Es sind bestimmt über 20. 20, Julie, waren das alleine in dem ersten Corona-Jahr. Das weiß ich noch ganz genau. Und danach hast du sogar angefangen, ja welche bei uns zu geben. Das stimmt. Okay, vielleicht sind es auch über 40. Ich kann es nicht genau sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, ich kann von mir behaupten, dass in diesen 2 Jahren, ich glaube, jeden Hackerschool-Kurs, den es gab, ich mindestens einmal besucht habe und ein paar von denen auch selbst gegeben. Okay, also das heißt, du gibst dein Wissen weiter, aber also in Kursen, aber was machst du denn sonst mit dem Erlernten? Zeugnisnoten aufbessern oder Fortnite hacken? Nee, schön wär's. Zeugnisse gibt's immer noch auf Papier leider. Nee, also das ist, hat jetzt keinen so in meinem, ich sag jetzt mal, direkten Alltag, keinen so großen Einfluss, was ich jetzt tatsächlich in den Kursen irgendwie gelehrt habe oder so. Ist natürlich Teil meines Hobbys. Also ich bin, ich sage immer tätig, aber so der Bereich, der mich interessiert, ist Frontend. Das heißt zum Beispiel auf Webseiten oder so alles, mit dem der Nutzer quasi interagieren kann. Sowas mache ich gerne. Also ich erstelle sowas gerne, ich design sowas gerne und übergebe das dann an die Leute, die dann dem tatsächlich ein bisschen so ein Leben einhauchen, indem die da Daten einfügen oder das mit Datenbanken sozusagen verbinden. Aber ich glaube auf jeden Fall, so die Sicht auf Dinge, auf Programme, auf alles, es ist auch sowas, was man einfach mitkriegt bei der Hackerschool. Also nicht nur tatsächlich, wie man jetzt irgendwie was programmiert, sondern auch, wie man so Probleme löst, wie man vielleicht Schwachstellen sieht oder gute Sachen. Genau, also ich glaube, es hilft mir schon. Und wie sieht es um die Cybersicherheit aus? Wir kümmern uns ja hier so speziell um den Aspekt im Podcast. Hast du da was gelernt oder selber schon Erfahrungen gemacht auch? Also musstest du schon mal was abwehren? Auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich auch, ich glaube, 2 oder 3 Kurse zur Cybersecurity besucht und die waren jedes Mal wirklich sehr interessant und hatten auch viel so mit Ethik zu tun und wie man sein Wissen nutzen sollte und wie man es nutzen könnte und so weiter und Whitehacking und was es da nicht so alles gibt. Also auf jeden Fall, die Hackerschool ist da gut dabei, Aufklärung zu betreiben und auch aufzuzeigen, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann man sich schützen, auch viel so, was bedeuten so Sachen eigentlich. Genau, und da habe ich tatsächlich auch ja gelernt, was es für Schwachstellen gibt und wie ich dafür sorgen kann, dass es die bei mir persönlich zum Beispiel nicht gibt. Whitehead-Hacker spüren auf Nachfrage Sicherheitslücken auf, um mögliche Bedrohungen zu erkennen und potenzielle Einfallstore vorsorglich zu schließen. In Folge 21 haben wir mit 2 Whitehead-Hackern gesprochen. Die Folge haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Wir haben mal nachgeguckt, wie hoch das Thema Cybersicherheit bei anderen Jugendlichen steht. Und dazu haben wir in den Cybersicherheitsmonitor reingeschaut. Und da stehen dazu ein paar Zahlen drin. Aus dem aktuellen Cybersicherheitsmonitor wissen wir, dass die 16- bis 22-Jährigen im Digitalen die wenigsten Schutzmaßnahmen einsetzen. Als Grund nennen sie am häufigsten den zu hohen Aufwand. Über 2 Drittel in der Altersgruppe schätzt das Risiko, in Zukunft persönlich von einer Straftat im Internet betroffen zu sein, als gering ein oder schließt es sogar ganz aus. Und was denkst du denn, Julie, wenn du hörst, dass Gleichaltrige da nicht ganz so
aufmerksam unterwegs sind, so wie du. Also sagst du denen manchmal, wie könnt ihr nur und schützt mal eure Daten oder hören die dir überhaupt zu? Naja, ich glaube, das ist so eine Sache. Ich glaube, wir alle oder viele Menschen auch in meinem Alter, wenn sie so an Cybersicherheit und irgendwie so Straftaten im Internet denken, denken so an ihre Oma, die jetzt irgendwie eine SMS gekriegt hat von DHL, die sagt, bitte überweisen Sie erneut das Geld für das Paket, was Sie angefordert haben oder so. Und denken natürlich, gut, sowas würde mir nicht passieren. Ich weiß ja aber nicht, wie ich was gemacht habe. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu, ich sag jetzt mal, auf der einen Seite groß oder klein gedacht, weil sowas können auch schon ganz andere Sachen sein. Sowas können Passwörter zu Accounts online sein, sowas können Bankdaten sein, sowas kann alles Mögliche sein. Und da finde ich es an der einen oder anderen Stelle etwas naiv zu denken, dass man selbst von sowas nicht betroffen sein kann, weil ich selbst habe das auch schon erlebt, dass ich mir so dachte, okay, gut, das war jetzt auch eine knappe Sache an der Stelle, aber so ist es okay. Und da bin ich dann auch manchmal so, also Leute, das 000-Passwort muss es jetzt dann auch nicht sein zum dritten Mal für eine Webseite. Das kann man sich vielleicht auch nochmal was anderes ausdenken. Bist du, also in anderen Berufen ist das ja oft so, wenn du, weiß ich nicht, Rechtsanwalt oder Ärztin oder sowas bist, dass du bei jeder Familienfeier gefragt wirst. Also entweder musst du einen Rechtsfall klären oder schnell mal eine Diagnose neben der Torte abgeben. Wie ist das bei dir mit deinen Kenntnissen? Bist du da auch sehr gefragt oder denken die Leute, das betrifft mich wirklich nicht? Naja, ab und zu schon. Also ich würde eher vor allem sagen, in meinem so engeren Familienkreis natürlich. Also meine Großeltern sind ganz vorne dabei, mich zu fragen, wenn es eigentlich um alles im digitalen Bereich geht. Jetzt nicht nur um Sicherheit, sondern auch um, wie richte ich mein neues Handy ein. Aber so, ich glaube schon. Also mit Wissen ist es natürlich so, dass es im Bereich der Cybersecurity nicht so weit verbreitet ist. Und wenn man dann mal eine Frage hat, wendet man sich natürlich an den, von dem man weiß, dass da auf jeden Fall in irgendeiner Art Wissen vorhanden ist. Und das bin dann halt meistens ich. Passiert jetzt nicht super häufig, aber doch schon. Und dann freue ich mich natürlich auch immer zu helfen. Julia, wie ist denn das bei dir, wenn du dann auf Eltern triffst oder auf eine ältere Generation? Wie wirst du da denn aufgenommen als Leiterin einer Hackerschool? Tatsächlich erstmal wirklich mit großen Fragezeichen. Also ich sollte einmal irgendwo eine Keynote für einen Preis gewinnen mit Hackerpause. Sind das nicht die Bösen? Pausen, lachen, abwarten, weiterreden. Also das ist ja schon sehr, sehr weit verbreitet. Und da man mich nun kennt und dass ich ja auch schon durchaus einen ganz vernünftigen Wertehintergrund habe, wird dann schon hinterfragt, ja, was ist denn das? Und muss man denn da so früh mit anfangen? Also da ich sehr offen den Fakt spiele, dass mein Team etwas unfreundlich, aber durchaus zu Recht sagt, ich hätte meine IT-Kompetenz geheiratet, komme ich in der Regel sehr schnell aus dieser Nummer raus und kann auch sehr, sehr einfach deutlich machen, dass es tatsächlich nach meiner Einschätzung darum geht, dass sich alle Menschen mit dieser Thematik auseinandersetzen, weil ich glaube, für Privat wie für Unternehmen gilt das Gleiche. Er hat das gesagt, irgendwann mal ein großer Vordenker, es gibt die Unternehmen, die schon gehackt worden und die es noch werden. Also das wird letztendlich im privaten Bereich immer stärker zunehmen, insbesondere auch durch die neuen Herausforderungen des IoT, also des Internet of Things. Wenn man versuchen möchte, irgendwo reinzukommen, ist in der Regel ein Drucker ein hervorragender Anfang. Und wenn man das nicht weiß, dann ist das tatsächlich, Menschen tendieren dazu, bequem zu sein oder faul, wenn man es unfreundlich benimmt. Und ich möchte Eltern nicht erschrecken, ich möchte aber tatsächlich auch für die Kinder, auch für die Vorbildfunktion der Eltern tatsächlich, dass die Verantwortung ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen. Das ist eins, das interessiert mich nicht, das wird mir nicht passieren, dass es das in diesen Zeiten einfach nicht mehr geben darf und dass auch Eltern, auch wenn wir so ein bisschen aus der Schule raus sind, sich für dieses lebenslange Lernen in diesen Bereichen echt erwerben sollten. Wir haben ja eben gehört, dass Jugendliche, jedenfalls nach der Befragung im Cybersicherheitsmonitor, das irgendwie zu einem hohen Aufwand finden. Wie integriert ihr das dann in eure Kurse? Macht ihr das lustiger oder lasst ihr die wirklich mal die böse Seite erfahren, damit sie dann später auf der guten sein? Wie soll ich mir das vorstellen? In den Hackerschool-Kursen spielt das Thema IT-Security tatsächlich häufig eine eher untergeordnete Rolle. Vor dem Hintergrund, wenn ich den Kindern wirklich zeigen will, was sie darin machen, brauchen sie einiges an Vorkenntnissen. Also wenn ich zum Beispiel, ich muss eine Idee haben, wie Python funktioniert. Wenn ich zum Beispiel versuchen möchte, sagen wir mal, bei einem großen Autohersteller einzudringen, funktioniert das vielleicht über die E-Mail-Adressen. Da muss ich aber wissen, wie die Nomenklatur der E-Mail-Adressen ist. Es ist Vorname.Nachname@ was weiß ich, volkswagen.de.com-group.com oder de. Also ich muss gigantische Datenmengen analysieren. Ich brauche eine Idee über Python. Ich sollte mich mit KI auskennen und
mit virtuellen Maschinen. Das heißt, dass wir tatsächlich bei den jungen Menschen auf eine spielerische Art, auf eine etwas oberflächliche Art, erstmal wirklich genau für diese Themen sensibilisieren, was Julie gestreift hat. Ich sage mal 1, 2, 3, 4 ist zwar das gängigste Passwort, aber damit auch das dämlichste, und das auf bis 6 auszuweiten hilft auch nicht weiter. Man muss an der Stelle nach meiner Erfahrung wirklich mit den Analogien arbeiten, lass dir im Urlaub die Tür offen stehen oder ähnliches, um überhaupt erstmal zu verstehen, dass man auch im Netz nicht anonym ist und dass insbesondere Fachbereiche wie Cyberforensik oder ähnliches diesen vermeintlichen Anonymitätsschleier sofort aufheben kann. Und damit kommen wir immer an das Interesse dran. Selbst es aktiv zu bespielen, das schaffen wir weniger eben aufgrund der Voraussetzungen. Da sehen wir halt zu, dass wir ihnen auf eine einfache Art zeigen, dass sie eben halt aktiv sein können und Dinge gestalten, sei es ein Spiel oder eine Website zu bauen. Aber tatsächlich das Verständnis für das eigene Verhalten im Netz, aber auch für Grundaspekte des Cybersecurity, das läuft bei uns immer als begleitende Information mit. Julie, wann hast du denn dann dein Passwort von 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf was anderes geändert? War das vor oder erst während der Hackerschool? Also ich glaube tatsächlich, ich hatte noch nie 1, 2, 3, 4, 5, 6 als mein Passwort. Aber das sind ja auch so einfache Sachen, wie, keine Ahnung, das Geburtsdatum oder so, was man ja auch online super einfach herausfinden kann von einer Person. Also ich glaube, von jeder zweiten Person in meinem Alter ist zum Beispiel im Snapchat-Namen auch das Geburtsdatum irgendwie drin. Das heißt, wenn ich jetzt wissen wollen würde, wann meine Freunde Geburtstag haben, weiß ich das auch so. Und jeder andere weiß das halt auch so. Und das kann schon eine Website sein, wo man nur deine E-Mail und dann dieses eine Passwort braucht. Und das geht dann auch schon so schnell. Deswegen, den Fehler habe ich auch früher gemacht, da war es auch mein Geburtsdatum, passiert mir jetzt nicht nochmal. Und das war auch zum Beispiel sowas, ja, damit ist halt irgendwie so das Verständnis, ist auch so durch die Hackerschool natürlich gekommen, aber auch so ein bisschen mit dem Alter, glaube ich. Und du hast jetzt gerade schon Snapchat erwähnt, das heißt, trotz deines Wissens um Gefahren und was da so alles passieren kann, bist du im Netz genauso unterwegs wie Ute und ich, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich versierter als du und ich, Michael, mit dem Hintergrund, den wir jetzt gerade erfahren haben. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch Social Media und ich habe auch alles, was meine Freunde auch haben. Und ich gehe damit auch auf fast die gleiche Weise um. Ich weiß aber halt ein paar Sachen, wodurch ich mich sicherer fühle, sag ich jetzt mal. Dass ich nicht auch mal auf das Gleiche reinfallen würde, kann ich nicht garantieren. Aber so, ich würde von mir behaupten, dass ich schon ungefähr unterscheiden kann, was da dann gut ist und was schlecht ist. Aber trotzdem möchte ich mich davon nicht abhalten lassen, das Gleiche zu benutzen. Also so Instagram, nur weil die viele von meinen Daten haben, heißt das jetzt nicht, dass ich deswegen jetzt keinen Account habe oder so. Wie schützt du dich denn? Also was sind so Schritte, die du vielleicht auch in deinem Bekanntenkreis erklärst, wenn dich eben jemand als Cybersecurity-Spezialistin anspricht? Also das kommt ganz drauf an. Also mein Laptop zum Beispiel ist natürlich durch eine Antivirensoftware geschützt und ich mache immer Checks, also ich schaue immer, dass das alles passt. Wenn man zum Beispiel Spiele oder irgendwelche Softwares herunterlädt, dass man auch da guckt, ist das sicher, ist der Herausgeber sicher, dass man keine Sachen erlaubt, von denen man nicht weiß, wo die herkommen. Es gibt ja manchmal dieses Fenster von Windows, erlaubst du Änderungen an deinem PC vorzunehmen? Immer erstmal vorsichtig sein. Was ist das eigentlich? Ist der Herausgeber geprüft? Wie sieht das da aus? Ich habe für alles verschiedene Passwörter. Ich habe einen gesicherten Passwortmanager und so weiter. Also alles sowas. Und zum Beispiel unser WLAN-Netzwerk zu Hause ist geschützt. Auch da muss man immer gucken, dass das passt. Das ist nicht so einfach zugänglich. Sowas alles. Also das klingt, als hättest du jede Folge von diesem Podcast gehört. Das sind die Tipps, die wir immer geben. Wir nennen das die Platte mit dem Sprung und du hast es alles umgesetzt. Perfekt. Aber ist denn schon mal was schiefgegangen? Also trotz der ganzen Vorsichtsmaßnahmen? Also so direkt jetzt tatsächlich nicht. Aber es gab auch schon ab und zu Sachen, wo ich mir sagte, oh, okay, vielleicht wäre das jetzt ein bisschen gefährlich geworden an der Stelle. Das kann jetzt einfach passieren, wenn man was Falsches schon runtergeladen hat und man dachte, man hat das Richtige runtergeladen, aber dann war es zum Beispiel doch nicht so. Ich habe das dann aber schnell genug gelöscht so und dann war das auch kein Ding mehr. Aber das ist alles so, muss man halt schauen. Und jetzt würde ich natürlich gerne wissen bei Julia, wie viele von den Punkten, die Julie gerade genannt hat, berücksichtigst du auch? Ich meine, wir wissen, dass du viel in Zügen bist, da schön im WLAN, Online-Banking und so. Ist das was du machst?
Genau, und am besten auch noch ohne Bildschirmschutz. Also ganz ehrlich, die Sicherheit beginnt ja nicht nur rein beim Code, sondern es ist auch bei uns ganz klar, dass wir auch den Monitor mit Sichtschutz versehen haben, wenn wir in Zügen arbeiten. Ich habe immer mein eigenes Internet dabei, ne? Also das hat jetzt nicht den allerersten Datenschutzaspekt auch, aber es hängt auch ein bisschen mit der Verbindung zusammen, muss ich sagen. Aber es ist bei uns auch bei allen Firmenrechnern voreingestellt, dass eben auch wirklich die Programme, mit denen wir die Kundendaten verarbeiten, dass die auch nur über einen VPN-Tunnel erreichbar sind, wenn man eben entsprechend unterwegs ist. Und wir haben halt auch tatsächlich einen Passwort-Tresor fürs gesamte Team, auch wo jeder einzelne Bereiche hat, aber wo man auch von den Teams her weiß. Und das sind dann so richtig diese völlig assi Passwörter mit Raute und Größe 1, 2, 5, 7, also die man sich auch echt wirklich gar nicht mehr merken kann. Das ist tatsächlich manchmal dahingehend ein bisschen lästig, wenn du zum Beispiel ein neues Handy hast oder sowas und du musst immer letztendlich die Devices connected haben. Also ich kann ja nicht, weil ich es am Rechner alles im Passwort-Tresor habe und habe ich es auf dem Handy nicht, dann bin ich ja aus. Und da wirklich zu gucken, das alles umzusetzen, da sind wir, glaube ich, echt ganz gut unterwegs. Spannend ist halt für mich, auch meine Mutter lebt bei uns, ebenfalls auch solche Sachen bei den Kindern, bei meiner Mutter mit zu begleiten, dass es da eben halt nicht irgendwelche, ich sag mal, Missverständnisse gibt. Und wir sind soweit, wir haben tatsächlich auch ein Familienpasswort, also auch für ein ziemlich verrücktes tatsächlich, dass wenn Anrufe kommen und es klingt wirklich nach der Stimme, der könnte ja ich gewesen sein, dass ganz klar nachgefragt wird, was ist denn das Passwort? Und wir hatten schon einmal die Situation, dass dann auch direkt das Gespräch schnell beendet wurde. Ja, das ist nochmal ein Tipp, den können wir nur verstärken. Super, dass ihr das schon umgesetzt habt. Ich habe nochmal eine ganz andere Frage. Wenn ihr beide, Julia und Julie, euch auf eurem Schulhof von dieser Hackerschool umschaut, wie ist denn da so die Geschlechterverteilung? Also den Schulhof der Hackerschool kenne ich wahrscheinlich ein bisschen besser noch als du, Julie. Von daher bin ich gleich mal gespannt, was du zu deinem Schulhof sozusagen sagst. Also wir haben tatsächlich angefangen, separat die Girls Hackerschool einzuführen für Frauen und Mädchen 11 bis 99. Also Ute, falls du auch mal programmieren möchtest, sag Bescheid, du liegst eindeutig in dieser Range drin, weil wir eben sehen, dass also Mütter auch teilweise fatale Entscheidungen oder Auswirkungen auf die Berufsentscheidung ihrer Töchter haben. Dass dadurch, dass wir jetzt in die ganzen Schulklassen gehen, und zwar in die ganzen Schulklassen, nicht die AGs, nicht in den Nachmittag, sondern am Vormittag, alle, sozioökonomisch benachteiligte Kinder, Mädchen, freier Wille ist total überbewertet, einmal mit allen zu programmieren, dass das tatsächlich den Unterschied macht und dass wir damit den Pausenhof tatsächlich wirklich nahezu 50-50 mit Jungs und Mädchen gefüllt haben, was ich glaube ein gigantischer Fortschritt ist, weil insbesondere bei den Mädchen ganz viel über Vorurteile läuft, wie mein Highlight ist eine 4 in Mathe, ist doch für ein Mädchen nicht schlecht. Doch, also egal, das hat doch damit nichts zu tun, eine 4 ist nie wirklich besonders geil. Also über Noten kann man diskutieren, aber dass immer noch diese Verknüpfung ist, Mädchen würden nicht rechnen können und nicht programmieren können und hätten deshalb auch in der IT nichts zu suchen, dem möchte ich absolut widersprechen und nicht nur, weil wir mit Julie ein so tolles Role Model hier haben, sondern weil ich immer wieder sehe, dass Mädels ganz tolle Fähigkeiten einbringen, die es genau in diesem Bereich braucht, wie wirklich Kommunikation, wie dieses ganze Zusammenhalten, wie dieses Überblicken, wie nicht im Punkt A, B, straight, sondern die ganzen Sachen mit einzubeziehen. Das wird ja oft Frauen als Fähigkeit zugeschrieben. Also von daher, unser Schulhof sieht schon ganz okay aus, aber Julie, wie sieht es denn mit deinem aus? Bist du der einzige Nerd der Klasse? Wir haben ja jetzt zum Glück unser Kurssystem, darüber freuen wir uns auch alle schon ganz. Aber ja, also ich sag's mal so, ich war 2 Jahre lang im Informatik-Wahlunterricht unserer Schule. Und im ersten Jahr waren wir tatsächlich, glaube ich, 50-50. Da war ich sehr stolz. Und im zweiten Jahr war es dann tatsächlich ich und 2 andere und ansonsten waren wir nur Jungs. Und das ist so gut, es war jetzt auch nicht so crazy interessant, muss ich zugeben, aber trotzdem irgendwie ein bisschen schade, weil eigentlich ist das ein super cooles Thema und ich glaube, es wird auch vielen Leuten gefallen, solange sie sich einfach mal angucken. Und deswegen, das fand ich auch mega cool an Hackerschool, dass eben bei diesen Girls-Kursen, die sind genauso groß wie die normalen Kurse, nur dass du halt wirklich einfach nur mit anderen Mädchen und Frauen da bist, die das genauso interessiert wie dich selber und du auch da einfach cool zusammenarbeiten kannst und auch einfach merkst, dass es überhaupt gar keinen Unterschied macht, weil wir alle einfach interessiert daran sind, unabhängig vom Geschlecht und auch alle gleich weit kommen können, unabhängig von unserem Geschlecht. Und
Machst du in deinem Umfeld auch Werbung? Also wenn du in deinem echten Schulhof stehst, sagst du dann auch so, Leute, warum kommt ihr nicht mit? Ist doch viel, viel besser als das, was ihr so macht, Volleyball oder so. Oh Gott, wir kriegen nachher lauter Post von Volleyballspielerinnen hier, Michael, Vorsicht. Ja, also exemplarisch Volleyball für andere Freizeitaktivitäten, die nichts mit Coden und Nullen und Einsen zu tun haben. Ja, also auf jeden Fall bei Leuten, bei denen ich merke, dass das was für die sein könnte, die das in der Theorie interessiert, sage ich auch immer, also hier, schau mal, so, ich mache das voll gerne, vielleicht du auch. Und es gibt auch, okay, sehr wenige der Menschen, die ich kenne, die dann auch gesagt haben, hey, cool. Und es gibt auch ein paar Leute, die ich sozusagen darüber auch erst kennengelernt habe, überwiegend Jungs, aber auch ein paar andere und so. Auf jeden Fall. Also ich versuche das, aber es ist halt oft so, dass das so ein bisschen von innen herauskommen muss. Also das sind wenige Sachen, wo man so sagt, so guck mal, das ist cool und dann ist das gleich so ein, weiß ich jetzt nicht. Aber so, wenn man das so ein bisschen selber findet, finde ich das meistens, oder habe ich zumindest bis jetzt entdeckt, ist das nochmal so ein cooleres Ding. Dieser Hebel, also um vielleicht wirklich mehr junge Frauen und Mädchen dafür zu interessieren, Julia, du hast ja gesagt, die Vorurteile sind halt genau das, nur Vorurteile. Wo siehst du denn da Hebel? Also ihr mit der Hackerschool macht da schon eine ganze Menge und erreicht offensichtlich auch sehr viele weibliche Wesen, die dann hoffentlich auch beruflich was damit umsetzen. Aber wo siehst du oder ihr in der Hackerschool den größten Hebel, da noch mehr zu machen? Politik, Unternehmen, Schule, Freunde, Familie? Also wen muss, soll man da einbinden? Jeder muss selber starten. Also ich glaube, wir machen es uns zu einfach, immer zu sagen, alles auf die Politik zu schieben. Das kann man tun, aber es wird sich da nichts ändern. Was ich sehe als einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ist, wenn jeder für sich versteht, dass diese Cyber Nation, die Claudia Plattner gerne haben möchte, dass die bei jedem Einzelnen anfängt. Dass wir wirklich verstehen müssen, dass die Welten ineinander greifen. Und wir Alten unterscheiden ja noch zwischen analog und digital. Für junge Menschen, das geht ineinander über. Das ist doch völlig wurscht, wo die miteinander kommunizieren. Und das wirklich im Blick zu haben, die Jugend ist unsere Zukunft. Und natürlich müssen wir, und das machen wir als Hackerschool auch da anfangen, deshalb ist ja auch unser Plan in, was weiß ich, 2033, 34, es zieht sich so ein bisschen, 1 Million Kinder pro Jahr zu erreichen, dass wir wirklich einen Volldurchgang durch die 8. Klassen Deutschlands machen, damit die Kinder nicht ausweichen können. Aber den Erwachsenen erlauben wir das. Also ich finde es tatsächlich fatal, wenn erwachsene Menschen ein Handy nutzen und sich nicht damit beschäftigen, ob ihre Daten da geschützt sind. Und hinterher, oh, ist dann alles ein großes Problem. Ich kann über Vorsicht und Voraussicht und wirklich das Interesse zu lernen so viel selber beeinflussen. Ich glaube, 75% der Cyberattacken oder der Cyberunfälle sind durch menschliches Versagen an irgendeiner Stelle passiert. Das Problem sitzt vor dem Computer. Und deswegen, ja, die Politik muss es auf den Tisch bringen, aber ich bin auch davon überzeugt, dass die Unternehmen einen riesigen Beitrag zu leisten haben, um Menschen in den Unternehmen dafür zu sensibilisieren, dass die nicht nur zum Schutz der Daten der Unternehmen, sondern auch zum Schutz der eigenen Daten sich fortbilden. Und dann muss das in der Arbeitszeit passieren. Weil der Schaden, der dort entsteht, ich habe die Zahlen nicht auswendig, aber der ist gigantisch groß. Und man sagt ja auch immer, der beste Schutz gegen einen Cyberangriff ist, wenn man einmal drauf reingefallen ist. Also die Leute, die einmal auf Phishing reingefallen sind, die machen das selten ein zweites Mal. Aber diese Lernkurve ist so sackteuer, dass ich glaube, Politik, Unternehmen, wir als Eltern, ich glaube, dass das Thema an jeder Stelle, wo es nicht völlig an den Haaren herbeigezogen ist, auf den Tisch muss, dass die Selbstverantwortung tatsächlich wirklich bei den einzelnen Menschen getriggert wird, weil der Staat kann uns nicht alles vorschreiben. Und der Bereich der Cybersicherheit ist derjenige, glaube ich, wo wir im eigenen Interesse unbedingt jeder persönlich aktiv werden sollen. Hast du denn Hoffnung, Julia, dass das zeitnah passiert, dass da irgendwie auch so eine Sensibilisierung langsam eintritt? Und wann könnte das sein? Menschen lernen durch Schmerz, genauso wie Unternehmen. Also ich gehe davon aus, dass sich ja nun wirklich auch in der kriminellen Szene rumgesprochen hat, dass das ein wahnsinnig einträglicher Markt ist, dass die Schadensfälle weiter zunehmen werden und dass wir damit auch die Awareness schaffen. Also ich hoffe nicht, dass jeder drauf reinfallen muss. Aber ich gehe davon aus, dass in den nächsten 1, 2, 3 Jahren wahrscheinlich jemanden kennt, dem das mal passiert ist und dass dann eben wirklich auch über dieses Denken es nochmal getriggert wird, dass es sinnvoll ist, sich da zu beschäftigen. Die Maßnahmen, die auch über das BSI getriggert werden, die sind großartig. Aber ihr werdet nie in der Lage sein, alle Menschen tatsächlich ja, aus der Lethargie rauszureißen. Und von daher,
Ich glaube an das gute Menschen. Ich glaube daran, dass Menschen lernen wollen. Und von daher hoffe ich, es passiert früher als später. Aber es ist ein riesiger Weg zu gehen. Und es ist durchaus ein ordentliches Gefahrenpotenzial da, wenn wir nicht bald aufwachen. Ja, das passt so ein bisschen ja insgesamt zum Programm unseres Podcasts. Aber wir wollen noch eine letzte Frage an Julie stellen. Mit deinem ganzen Wissen, wo siehst du denn deine Zukunft beruflich? Hast du da schon Überlegungen, Pläne? Ziehst du eine ganze Gruppe von Freunden mit, weil du die dafür begeistern kannst? Ja, also schwierige Frage. Es ist ein bisschen kompliziert. Also ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal vor, mein Abitur gut zu schaffen. Das ist jetzt erstmal Schritt 1 und ganz wichtig. Auf jeden Fall sehe ich aber für mich eine Zukunft in dem Bereich IT. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, Informatik zu studieren oder was in die Richtung geht. Ich hatte auch schon, ich sag jetzt mal so online, ich weiß nicht, ob man das Seminar nennen kann, aber sozusagen, wo so Sachen vorgestellt wurden, dass man weiß, was für Optionen habe ich, was kann ich machen, was gibt's so. Und es sind auf jeden Fall Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Also es sind Sachen, die ich gerne mache und das sagt man ja auch so, also der Beruf soll einem Spaß machen. Und deswegen, da sehe ich mich auf jeden Fall. Und ich glaube, die Hacker School hatte auch einen sehr erheblichen Anteil daran, dass das wahrscheinlich ein Teil meiner Zukunft wird. Hoffentlich auch noch mit ein paar meiner Freunde oder sowas Ähnliches oder Leute, die ich auf jeden Fall kennenlerne auf dem Weg. Ich glaube, dass das echt cool wird und dass wir auch einfach super viele Leute brauchen in Zukunft. Weil KI kann schon super viel, aber sich selbst entwickeln, da hapert es noch ein bisschen. Und das können wir dann noch hinkriegen. Danke, auf jeden Fall schon mal hier viel Erfolg. Und Julia, zum Schluss vielleicht noch so ein Schlusswort von dir. Wenn du jetzt noch einen Wunsch loswerden könntest an die, die uns jetzt zugehört haben, welcher Wunsch wäre das? Ich glaube, dass ihr schon eine coole Bubble habt an Leuten, die euch zuhören. Von daher, mein großer Wunsch ist, dass wir diese zwei schrecklichen deutschen Grundtugenden von immer als erstes rausfinden, wer schuld ist und warum es nicht geht, dass wir die gemeinsam vergessen können, sondern wirklich eher schauen, wie wir es gemeinsam schaffen, so wundervolle Menschen wie eben Julie und so viele andere dafür zu begeistern, erstens keine Angst vor dem Thema Digitalisierung und damit verbunden Cybersicherheit zu haben, sondern sich damit zu beschäftigen und mündig einfach die Gesellschaft mitzugestalten, weil man kann auch so viel geilen Scheiß damit machen. Und ich glaube, dass wirklich diese Mündigkeit auch eine gewisse Ruhe in diese ganze Thematik reinbringt. Und wenn jeder überlegt, was er oder sie mit zur Party bringen kann und sich mal an die eigene Nase fasst und Verantwortung übernimmt, dann können wir das machen. Also gern Hackerschool unterstützen, gern sich selber weiterbilden und einfach sich mit der Thematik auseinandersetzen, dann wird das schon. Ganz, ganz herzlichen Dank. Also ich melde mich dann relativ bald für so einen Kurs an. Das meine ich jetzt im Ernst, weil das klingt alles sehr spannend und euch auch mal live zu sehen, fände ich super. Ihr habt auch eine ganze Menge Tipps, die wir immer alle sagen, schon reingebracht in die Folge. Deswegen müssen wir gar nicht mehr den Schnelldurchlauf machen. Aber Michael, was hast du denn mitgenommen? Meldest du dich mit an oder was ist so dein wichtigster Punkt der heutigen Folge? Ich glaube, das mit dem Anmelden fände ich gut. Also es ist ja die einzige Konsequenz, die man nach so einem Gespräch hier führen kann. Also ich finde, eigentlich müssten wir beide auch da mal hingehen. Und dann könnten wir vielleicht in dem Podcast ja auch darüber berichten, was wir da so erfahren haben und auch an Fähigkeiten neu dazugelernt haben. Plus, wir können ja vielleicht noch die eine oder andere Person für Cybersicherheit begeistern. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe. So. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, super. Julia. Michael, vielleicht, weil das für Ute ja viel einfacher ist bei der Girls Hacker School. So bei den Jungs hört es ja bei uns offiziell mit 18 fast auf. Aber ich teile mit euch nochmal den Link. Mein Avatar gibt mittlerweile auch Programmierkurse. Und dann kannst du das erste eigene Spiel bauen. Mein Avatar ist noch ein kleines bisschen bescheuert und wackelt immer mit der rechten Hand. Aber abgesehen davon baut er mit dir ein Spiel mit einem Hintergrund, einem Charakter, mit Schwerkraft, mit Springen, mit Game Over, allem, was du brauchst. Und wenn du dann richtig Blut legst, dann machen wir es dir noch einen Inspirer für die Hacker School. Ich freue mich drauf. Okay, alles klar. Guter Fahrplan. Alright, wir sehen uns, uns auf jeden Fall wieder und vor einem Bildschirm und lernen von euch noch mehr. Ich hoffe, dass unsere Hörer und Hörerinnen auch eine Menge mitgenommen haben. Wir beide auf jeden Fall. Und wenn ihr da draußen Lust auf mehr Folgen von und mit uns und anderen Gästen habt, dann folgt uns doch gerne auf euren Podcast-Plattformen, denn dann verpasst ihr nichts, was hier passiert. Genau. Und damit auch erst nochmal vielen Dank an Julia und Julie, dass ihr da wart. Wir sehen uns in Hackwarts, würde ich sagen, demnächst mal. Und dann,
Und dann schauen ist wir mal echt weiter, was das auch mit dem Podcast macht. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, die ihr jetzt gerade noch zuhört, was in der nächsten Folge passiert. Denn da sprechen wir über das Thema Identitätsdiebstahl. Wie kann man trotz Schutzmaßnahmen Schaden erleiden und welche Lehren kann man daraus ziehen, wenn man, wie wir es heute auch in der Folge schon ein paar Mal besprochen haben, in die Falle getippt ist und einem dann irgendwie Geld geklaut wird oder die Identität eben. Ja, und wenn ihr Fragen habt, die wir dann in der nächsten Folge erklären sollen oder besprechen sollen oder und uns Feedback für diese Folge geben möchtet, dann schreibt uns doch über die BSI-Kanäle. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und für euch. Und bis dahin passt gut auf euch und eure Daten auf. Macht's gut. Tschüss.